Wie geht man mit solchen Begriffen um, mit den Zahir-Begriffen? Wie gehen wir damit um? Auch die vordergründige Bedeutung ist grundsätzlich bindend. Sie ist bindend für den Menschen und darf nur wegen eines maßgeblichen Indizes oder Beweises sozusagen gewechselt werden oder uminterpretiert werden. Hier kommt nämlich dann der Ta'wil. Uminterpretiert werden zu der hintergründigen Bedeutung. Vorausgesetzt, diese hintergründige Bedeutung ist tragbar. Ist tragbar. Ich gebe euch dafür ein Beispiel. Das Wort Al-Yad kennt ihr, oder? Al-Yad, was bedeutet das? Das ist die vordergründige Bedeutung des Begriffes Al-Yad, ist die Hand. Es wird aber in der Sprache auch für die Gnade verwendet. Es wird in der Sprache für die Gnade verwendet. Zum Beispiel sage ich, Fulanun lahu alayya yad. Fulan hat etwas gut bei mir. Fulan hat etwas gut bei mir. Das heißt, er hat mir eine Güte oder eine Gnade erwiesen, deswegen hat er etwas gut bei mir. Tayyib. Hier spielt der Kontext eine wichtige Rolle und die Indizien. Die Indizien können sprachliche Indizien sein, sie können aber auch Indizien aus der Außenwelt sein, also was man so beobachtet. Ich gebe euch eine Stelle aus dem Koran, in der Indizien da sind, die darauf hindeuten, hier ist auf keinen Fall die metaphorische Bedeutung gemeint. Zum Beispiel in der Aussage Allah Ta'alas, ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. Was hat dich davon abgehalten, die Ansprache ist an Iblis gerichtet, was hat dich davon abgehalten, dich vor dem niederzuwerfen, den ich mit meinen beiden Händen geschaffen habe? يدي, das ist die Dualform. Die Dualform ist ein Indiz dafür, dass hier nicht die metaphorische Bedeutung gemeint ist, sondern tatsächlich die vordergründige Bedeutung. Wisst ihr warum? Sind Allah Ta'alas Gnaden gegenüber Adam nur zwei? Nein. Das heißt, oder wenn wir sagen die Macht, Al-Yad bedeutet Macht. Die Macht ist eine Bedeutung, die man nicht einteilen kann in zwei und drei Mächte. Die Macht, also die Qudra, die Eigenschaft, etwas tun zu können, die Eigenschaft der Qudra, ist eine einzige Eigenschaft. Da gibt es keine zwei oder drei. Richtig? Genau wie die Fähigkeit des Sehens. Die Fähigkeit des Sehens ist eine Fähigkeit, eine Eigenschaft. Die kannst du nicht unterteilen in zwei oder drei. Das ist zum Beispiel ein Indiz. Das heißt, es gibt manchmal Indizien, die vordergründige Bedeutung nochmal kräftigen und stärken. Gut. Also, von der vordergründigen Bedeutung in die hintergründige Bedeutung darf man nur gehen, wenn das kontextuell gestützt werden kann. Nummer eins. Zweitens, es muss bewiesen sein, dass diese hintergründige Bedeutung auch tatsächlich zutreffen kann. Also, dass dieses Wort diese Bedeutung haben kann, hintergründig.